Was haben Experimente mit Lasern, Röntgenstrahlen und Löschfunkensendern gemeinsam? Abgesehen von dem hohen Spaßfaktor und ihrer Gefährlichkeit sind sie alle auf eine zuverlässige Hochspannungsquelle angewiesen. Leider sind kommerzielle Hochspannungslabornetzteile sehr teuer und Eigenbauten erweisen sich nicht selten als unzuverlässig. Das hier vorgestellte Projekt kombiniert die Vorteile der Zuverlässigkeit von kommerziellen Baugruppen und Komponenten und den niedrigen Kostenfaktor einer Eigenbaulösung. Als Grundbaustein für das Eigenbau-Hochspannungslabornetzteil dient ein kommerzielles Hochspannungsnetzteil, das für den Betrieb von CO2-Laserröhren ausgelegt ist. Das Lasernetzteil ist problemlos in der Lage, einstellbare Ausgangsspannungen von bis zu 30 kV bei einem Strom von 20 mA zu erzeugen. Das Netzteil wurde zusammen mit Bedien- und Anzeigeelementen in ein großräumiges 19-Zoll-Gehäuse eingebaut. Hierbei handelt es sich konkret um einen ansprechenden geschützten Schalter zum Einschalten der Hochspannung, einen kleinen Taster zur Ausgabe von kurzen Hochspannungsimpulsen, ein 10-Gang-Präzisionspotentiometer zum Einstellen der Ausgangsspannung, ein Strommessgerät für Ströme von bis zu 30 mA, eine 4 mm-Buchse für die ausgangsseitige Masseverbindung, ein Voltmeter mit einem Messbereich von bis zu 50 kV und zu guter Letzt das mit einer Gummitülle aus dem Gehäuse herausgeführte Hochspannungskabel. Das Hochspannungskabel selbst hat eine Spannungsfestigkeit von bis zu 50 kV und ist mit einem Hochspannungsstecker terminiert. Die Verbindung zwischen Bedienelementen und dem Lasernetzteil könnte leichter nicht sein. Dieses Statement ist zumindest dann wahr, wenn man die korrekte Kontaktbelegung des Netzteils kennt. Die Stecker an dem Netzteil lassen sich von links nach rechts gesehen grob in die Kategorien Netzspannung, Spannungseinstellung und Freigabe der Hochspannung unterteilen. Die korrekte Kontaktbelegung ist hier einmal vollständig aufgeführt, lässt sich allerdings auch auf meinem Blog zusammen mit hochauflösenden Bildern aller Verbindungen nachlesen. Der Link findet sich in der Videobeschreibung. Der Anschluss der Netzspannung wurde über einen schaltbaren und abgesicherten Einbau-Kaltgerätestecker realisiert. Um zumindest beim Strommessgerät eine direkte Verbindung zur Hochspannung zu vermeiden, wurde dieses masseseitig zwischen der Gerätemasseverbindung und dem Steckkontakt für die ausgangsseitige Masseverbindung installiert. Zur Spannungsmessung ist ein direkter Kontakt zur ausgangsseitigen Hochspannung naturgemäß absolut notwendig. Hierzu wurde kurzerhand ein Strommessgerät mit einem Messbereich von bis zu 50 Mikroampere in ein Spannungsmessgerät mit einem Messbereich von bis zu 50 kV verwandelt. Hierzu wurde auf einen hochspannungsfesten 1 Gigaohm Messwiderstand zurückgegriffen. Der Messwiderstand wird auf der einen Seite direkt mit der Hochspannung verbunden und auf der anderen Seite mit dem positiven Terminal des Strommessgerätes. Das andere Terminal wird mit der Gerätemasse verbunden. Dem Ohmschen Gesetz folgend fließt durch einen 1 Gigaohm Widerstand genau 1 Mikroampere pro Kilovolt. Dies entspricht einem Strom von 30 Mikroampere bei den zu erwartenden 30 kV Ausgangsspannung. Dies passt praktischerweise genau in den Messbereich des verwendeten Strommessgerätes. Der tatsächliche Strom ist aufgrund des Innenwiderstandes des Strommessgerätes von ca. 2 kΩ etwas geringer. Der resultierende Messfehler kann jedoch vollständig vernachlässigt werden. Selbst mit zusätzlichen 125 kΩ in Serie mit dem Messaufbau wäre die Messung auf 2 Nachkommastellen genau. Der Messwiderstand wurde direkt an die Hochspannungskabel gelötet und mit einigen Schichten Isolierlack versehen. Zur Verhinderung von Teilentladung oder Durchschlägen auf das Metallgehäuse wurde die Verbindungsstelle zusätzlich mit mehreren Schichten von epoxidgetränkten Textilienstreifen isoliert. Nachdem der Epoxidharz durchgetrocknet ist, war es endlich an der Zeit, das Netzteil zu testen. Nach dem Anlegen der Netzspannung wurde die Ausgangsspannung schrittweise erhöht und immer mal wieder ein kurzer Hochspannungsimpuls abgegeben. Akustische Hinweise auf Teilentladung oder Durchschläge gab es außer an dem Hochspannungsverbinder selbst keine. Selbstverständlich wäre kein Video zum Thema Hochspannung vollständig, ohne ein paar Hochspannungsfunken zu zeigen. Konkret handelt es sich bei dem Versuchsobjekt hier um einen Löschfunkensender mit einer Frequenz von ca. 3 MHz. Erwartungsgemäß konnte die Frequenz der Überschläge in der Funkenstrecke mit der Höhe der Ausgangsspannung reguliert werden.
Löschfunkensender sollen jedoch das Thema von einem zukünftigen Video werden. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Liken und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.